Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wir befinden uns hier auf dem Landsitz von Miss Sophie. Miss Sophie feiert heute ihren 35. Geburtstag. Es ist eine Tradition bei Miss Sophie, dass sie ihren Geburtstag mit ihren vier besten Freunden feiert. Es ergibt sich dieses Mal folgende Sitzordnung. Hier wird Miss Sophie sitzen. Hier wird Sir Tobi sitzen. Hier wird Admiral von Schneider sitzen. Auf diesem Platz hat Mr. Pomeroy Platz. Und hier wird Mr. Winterbottom sitzen. Ja, dieses Mal ergibt sich keine, wie Ihnen bekannte, Schwierigkeit, da alle Gäste anwesend sein werden. Dennoch wird es ein außergewöhnliches Schauspiel werden. Wir wünschen Ihnen damit viel Spaß und einen schönen Abend. Mr. Pomeroy, das ist Ihr Platz an der heutigen Tafel. Bitte nehmen Sie Platz. Danke, mein lieber James. Darf ich Ihnen was zu trinken anbieten? Danke, mein lieber James. Ich warte mit einem Getränk, bis die anderen da sind. Ich werde die Tür öffnen, Mr. Pomeroy. Ich bin gleich wieder da. Mein lieber James, gehen Sie ruhig Ihrer Arbeit nach. Guten Abend, Admiral von Schneider. Bitte treten Sie ein. Jawohl, Herr Zeremonieführer James. Guten Abend, Sir Tobi. Treten Sie ein. Guten Abend, James. Ich folge Ihnen. Dann gibt es hoffentlich gleich was zu saugen. Dankeschön, James. Guten Abend, Sir Tobi. Guten Abend. Guten Abend, Mr. Winterbottom. Guten Abend, James. Ist die Lady schon anwesend? Ich soll die Lady rufen, wenn alle da sind. Wenn Sie mir bitte folgen würden, Mr. Winterbottom. Ich bin bereit für eine tolle Party. Dann werde ich die Gastgeberin jetzt bitten, sich zu Tisch zu bewegen. Das mache ich. Miss Sophie, es ist angerichtet und ich habe Durst. Guten Abend, Miss Sophie. Guten Abend, James. Miss Sophie, Sie sehen heute besonders reizend aus. Vielen Dank, Mr. Winterbottom. Gerne schön, Miss Sophie. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, Miss Sophie. Happy Birthday to you. Oh, meine Herren, vielen, vielen Dank. Und James hat heute wirklich alles wunderbar hergerichtet. Vielen Dank, Miss Sophie. Dankeschön, lieber James. Ja, es sind alle Gäste hier, wie immer. Und wie Sie sehen, habe ich Ihre Sitzordnung eingehalten. James, ich denke, wir beginnen mit der Suppe. Sehr gerne, Miss Sophie. Dankeschön. Armer James, er stolperte schon letztes Jahr über dieses Vieh. Ja, das stimmt. Bin gespannt, was für dieses Jahr noch vorkommt. Vielleicht könnten wir daraus ein Trinkspiel machen. Jedes Mal, wenn er stolpert, muss er einen trinken, der James. Das klingt nach einer guten Idee. Was meinen Sie, Miss Sophie? Sehr gerne, meine Herren. Aber bis zu meinem 90. Geburtstag ist das Ding verschwunden. Dankeschön. Ich denke, wir nehmen dann Sherry zur Suppe. Sherry zur Suppe? Sehr wohl. Oh, übrigens, die
gleiche Prozedur wie letztes Jahr. Die gleiche Prozedur wie jedes Jahr, James. Endlich ist das zum Saufen. James, bitte bringen Sie doch auch die Gläser dazu und mein wunderschönes Blumengedeck, was ich heute zu meinem Geburtstag geschenkt bekommen habe. Sehr gerne, Sophie. Dankeschön. Habe ich heute direkt aus dem Keller geholt. Sehr gut, danke Ihnen. Hey James, was soll das? Was soll ich mit der Pfütze? Mach voll das Glas. Wie Sie wünschen, Sir Tobi. Ich hab Durst. Danke James. Sehr gerne. Dankeschön, lieber James. Schönen Dank, James. Oh, James, da schenken Sie sich direkt auch einen ein, bitte. Sir Toby? Cheerio, Miss Sophie. Admiral von Snyder? Skull. Mr. Pomeroy? Cheerio. And my dear Mr. Winterbottom? Da sind wir wieder, wie liebste Menschen. Prost. Prost. Und James, mein Lieber, zum Wohle. Zum Wohl, Miss Sophie. Bin echt mal gespannt, wie oft James auch eintrinken darf. Der verträgt doch eh nichts. Nachher müssen wir uns noch selber bedienen. Aber Sir Toby, seien Sie doch nicht so barsch zum lieben James. Also ich glaube mal eher, dass jemand anders nicht so viel verträgt. Meine Herren, bitte lassen Sie uns einfach einen schönen Abend erleben. Danke, James. Sie dürfen dann den Fisch servieren. Fisch? Sehr gerne. Hat Ihnen die Suppe geschmeckt? Delicious, James. Da ist er wieder fällig. Dankeschön, James. Ich denke, wir nehmen Weißwein zum Fisch. Weißwein zum Fisch? Dieselbe Prozedur wie letztes Jahr. Dieselbe Prozedur wie jedes Jahr, James. James, ist der Fisch auch frisch? Ja, frischer Schellfisch, Miss Sophie. Offensichtlich, besten Dank, James. Der Arme, jetzt muss er wieder einen Schluck trinken. Der zählt jetzt aber nicht. Das wäre ja Schiebung. Das geht doch nicht. Da schließe ich mich der Meinung von Mr. Pomeroy an. Es kann ja nicht sein, dass James mehr zu saufen kriegt wie ich. Es ist mir egal, solange ich neben dieser liebreizenden Dame sitzen darf. Ah, Mr. Pomeroy, vielen, vielen Dank. Ich denke auch, wir belassen es bei einem Glas pro Gang. Sonst müssen wir uns wirklich noch selbst bedienen.
James, du alter Geizknochen, mach voll das Glas. Sehr gut. So ist recht. Danke, lieber James. Vielen Dank. Sehr gern. Sir Toby. Cheo, Miss Sophie, meine Hübsche. Admiral von Snyder. Miss Conn. Mr. Pomeroy. Ein ganz lieber Geburtstag. And my dear Mr. Winterbottom. Miss Sophie, Sie sehen so jung aus. Jünger, jünger wie immer. Vielen Dank. Und James, Prost. Prost, Miss Sophie. Prost. Ist ja fast schon wieder im Wasser gelandet. Da ist er bei Via Colonia. James, bitte servieren Sie das Hühnchen. Ja. Vielen Dank. Das sieht nach einem köstlichen Hühnchen aus. Ja, das Hühnchen. Ganz feines Hühnchen, sag ich Ihnen. James, ich denke, wir nehmen Champagner zu dem Hühnchen. Champagner? Hier, die gleiche Prozedur wie letztes Jahr, Mr. Hoff. Die gleiche Prozedur wie jedes Jahr, James. Ich glaube, James hat Durst. Nur der bringt ihm nichts. Ich glaube, nächstes Jahr bediene ich. Da gehe ich mehr zu saufen. Danke, James. Sehr gerne. Was für ein geiler Tag. Muss er aber mittlerweile auch wissen. Jetzt hast du es gelernt. Prost. Ja. Nur das Paar kommen lassen. Brauchen Sie Hilfe oder klappt es alleine, James? Oh.
Mein lieber James. Sir Toby. Sophie, Prost. Prost. Admiral von Snyder. Ja, Miss Suff, halten Sie sich gut fest. Es wird heute eine stürmische See. Seht noch. Haltung! Mr. Pomeroy. Ein glückliches neues Jahr, Miss Sophie. Und ihr James, der sieht ja so süß aus. And my dear. Miss Sophie. Mr. Wintermantel. Die schönste Frau, die was geatmet hat. Ich erkläre den Basar für eröffnet. Dankeschön, mein Lieber. Und James? Muss ich wirklich? Prost, Miss Sophie. Sie müssen wirklich. Prost. Okay. Hey Leute, guck mal, der Vogel ist gleich tot, der fliegt ja noch. Jetzt die Früchte serviert bekommen. Ja, James, vielen Dank. Bitte jetzt die Früchte. James, und ich denke, wir nehmen Port zu den Früchten. Oha, das wird schwierig. Dieselbe Prozedur wie letztes Jahr, nicht so viel. Dieselbe Prozedur wie jedes Jahr, James. Danke, James. Sehr gern. Aber den trinkst du jetzt mit mir direkt. Jawohl. James, mein Brecherchen ist noch ganz leer. Ja, recht leer. So ist gut, James. Danke. So gut. So, Herr Cornelia, dann feuern Sie mal auf das Glas! Treffer versenkt, James!
Danke, James. Schenk mal was an, ich verdurste hier fast. Danke, James. Das ist ja zirkungsreif, James. Sir Toby. Sugar is the morning. Admiral von Snyder. Skull! Slippering! Where is that? Mr. Pomeroy und James. Cheers. And my dear, Mr. Winterbottom. Ich glaube, ich habe die Katze getötet. Oh my goodness. Meine Herren, ich muss sagen, das war eine ganz wundervolle Party. Aber ich denke, ich bin jetzt doch sehr müde. Miss Sophie, ich werde Sie jetzt zu Bett begleiten. Vielen Dank. Dieselbe Prozedur wie jedes Jahr? It's the same procedures every year, my dear. Ich werde mein Bestes versuchen. Paid my dues. Time to break out and shake these blues. I'll learn to fly, fly again. These broken wings I know will mend. Gotta carry on and make a brand new start and pick up the pieces of my broken heart. Tonight's my night. Down below the city lights, I'll find someone. I'm so tired of being alone.